Ich begrüße euch ganz, 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 ganz herzlich zu diesem ASMR-Tech-Video. Einer ASMR-Reihe, die liebe Anna Wispers ins Leben gerufen hat vor kurzem. Ja, sie hat unter anderem ASMR Dori getaggt, die wiederum mich getaggt hat. Und ja, dafür herzlichen Dank, liebe Dori. Und mein Handy ist bereit. Ich tagge auf jeden Fall ASMR Lisa. Sie macht so schöne Roleplays. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Dann tagge ich die liebe Sophia von dem Kanal Entspannt mit Sophia. Und ja, für mich natürlich Kenny K. ASMR. Finde ich ganz spannend, was er so dazu sagt. Bin ich sehr neugierig. Ja, hoffentlich führen sie die Reihe weiter. Okay, lasst uns loslegen. Wann hast du das erste Mal ASMR erlebt? Genau weiß ich es nicht mehr, wie früh das angefangen hat. Meine letzte deutliche Erinnerung ist, ich habe damals, das habe ich auch schon öfter erzählt, in einem sehr großen Schulladen gearbeitet. Es war, glaube ich, ein sehr ruhiger, verregneter Nachmittag. Es kam eine Kundin rein, die schaute sich entweder ein Pumps oder eine offene Sandale mit Absatz an. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, sie nahm diesen Schuh in die Hand und ja, beguckte ihn sich ganz langsam, als wäre es wirklich der goldene Schuh. Und ging auch so richtig nah mit den Augen ran und ganz liebevoll, also herrlich, ne? Und da bekam ich so ein tolles Kribbeln auf dem Kopf, ja, so über den Ohren, so kreisförmig, kranzförmig fühlte sich das an. Das war so schön hier so und herrlich. Und ich konnte kaum noch wegsehen. Und habe ich voll genossen. Und in dem Moment wusste ich, dass ich das schon mal hatte, das aber schon ewig her war, konnte mich gar nicht mehr erinnern. Na, aber ich wusste, ich hatte dieses schöne Kribbeln auf jeden Fall schon mal. Ich bekomme das sehr, sehr selten. Das ist ganz schwierig bei mir. Welches war dein erstes ASMR-Video auf YouTube? Mein erstes ASMR-YouTube war von der lieben Sophia, von Entspannt mit Sophia. Und zwar war das ihr Tee-Video, das sehr, sehr gut geklickt wurde bisher. Ich glaube, das heißt Tea Time, irgendwie sowas. Ja, wenn ich dran denke, verlinke ich das in der Infobox. Welches ASMR-Video ist dein liebstes Video auf YouTube? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Ich mag auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Videos von Latte ASMR. Das ist für mich so die Roleplay Queen und ja, Personal Attention Queen auch. Ja, also da auf jeden Fall sehr, sehr viele Roleplays. Aber kein bestimmtes, ne? Nenne die letzten 5 ASMR-Artists, die du angesehen hast. Auf jeden Fall ASMR My Life, das Tech-Video, da habe ich mir angeguckt. Nicht bis ganz zu Ende. Ich war so müde, mir sind die Augen zugefallen, habe ich das Handy ausgemacht. Das letzte von ASMR Latte. Das mit dem Kopfkrabbeln da und die Brillensammlung von Gentle Whispering habe ich mir angeguckt. Dann auf jeden Fall die 2 Tech-Videos von Anna und von Dori. Ich schaue noch mal eben nach. Das sind so die Videos, die ich mir wirklich ganz, ganz lange angeguckt habe. Ne? Der Rest ist nur mal so eben 2 Minuten und wieder weg. Gut, ja.
Welcher Trigger ist dein Lieblingstrigger? Mein Lieblingstrigger ist ja auf jeden Fall Personal Attention, Face Touching, also so Kamera-Touching-Videos, das mag ich sehr, sehr gerne. Hairbrushing, also Haargeräusche auf jeden Fall, Shampoo und Haircut, also Friseurvideos, sowas mag ich sehr, sehr gerne. Also definitiv Personal Attention, aber auch, ja, so Crinkling Sounds mit Teebeuteln, Knistern, generell ein sehr schönes, sanftes Knistern mit Seidenpapier beispielsweise. Dann mag ich auch sehr gerne so das Stepping und Scratching auf so Teepackungen oder ja Pappschachteln, dünnere Pappschachteln oder so ein Pappdeckel von so einem Heft oder einem Buch. Das finde ich sehr schön. Aber auch nicht bei jedem. Na, es kommt immer darauf an, wer das macht. Oh, gut. Welchen Trigger magst du am wenigsten? Am wenigsten mag ich... Also ich mag nicht so gerne Fast and Aggressive ASMR. So dieses schnelle, grobe mag ich nicht so. Wobei es mich schon sehr reizt, selbst mal so ein Video zu drehen. Aber so mehr aufs Fun, ne? Ich denke, das wäre sehr witzig, so ein Video zu drehen. Auf jeden Fall. Mal schauen. Nutzt du ASMR zum Entspannen oder zum Einschlafen? Ich benutze ASMR definitiv zum Einschlafen. Jeden Abend gehen die Kopfhörer rein, stelle ich mir immer so mein Handy, nehme mich auf die Matratze und tummel so ein. Und in letzter Zeit geht es unglaublich schnell. Ich bin immer so müde abends, weil ich auch immer sehr früh aufstehe. Wie sieht deine Abendroutine aus? Oh, meine Abendroutine. Ich habe eigentlich gar nicht so eine richtige Abendroutine. Da ich ja so ein Morgenmensch bin, ne? Es kommt drauf an, wenn ich drehe. Ich drehe in der Nacht, dazu kommen wir dann später noch. Ich bereite alles vor für den Dreh, glätte meine Haare schon mal vor. Und damit ich in der Nacht nicht so viel noch machen muss. Ja, das Übliche, ne? Zähne putzen, waschen, was man so macht, bevor man ins Bett geht, ne? Abends mache ich sonst eigentlich nicht mehr viel, ne? Meistens mache ich alles morgens. Hast du jemals Tingles von deinen eigenen Videos bekommen? Einmal habe ich Tingles von meinem eigenen Video bekommen und das habe ich auch in die Kommentare geschrieben. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war vom Teebeutel knistern. Das war so intensiv wie an dem Blue Yeti-Mikrofon. Das hat mich total getriggert beim Schneiden des Videos. Und oh, das war schön. Wie lange benötigst du, um ein Video zu produzieren? Also ich würde sagen, mit allem drum und dran bearbeiten. Das kommt immer darauf an, ob das mit Greenscreen ist. Da muss ich mehr leuchten. Aufbauen, mehr bearbeiten, schneiden, rendern, hochladen, das kann schon ein paar Stunden dauern. Auf jeden Fall. Ich sage, das ist ein Teilzeitjob bei mir, wenn ich regelmäßig hochlade. Und das ist meistens dienstags, donnerstags und Sonntag. Siehst du dir deine eigenen Videos an? Nein, eigentlich nicht. Nur wenn ich das Video bearbeite und ja, schaue, ob die Schnitte gut sind und so. So, nicht zum Entspannen. Wie nimmst du deine Videos auf? Ich nehme meine Videos immer, also zu 99% immer im Stehen auf. Und ja, im Schlafzimmer. Und es steht ja noch ein Behind-the-Scenes-Video an. Das habe ich ja versprochen. Und das mache ich auch demnächst. Habe ich nicht vergessen. Keine Sorge an die, die mich da auch finanziell unterstützt haben. Für einen neuen Tisch und einen neuen Stuhl.
Liste, wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, wie das hier jetzt aussieht. Und ja, hier mein Trigger-Regal, mein ESMA-Regal, voll mit schönen Sachen, das zeige ich euch, und mit meinem Hintergrundsystem und so. Ja. Auf jeden Fall im Schlafzimmer, das ist relativ groß. Ich habe hier eine Wand frei, die so ungefähr 2 Meter lang. Da vorne steht das Bett, die Schränke hier vorne. Und da habe ich auch meine Ruhe her. Na, das klappt ganz gut. Wann nimmst du deine Videos auf? Also ich stelle mir den Wecker entweder auf 1 Uhr nachts oder auf 3 Uhr nachts. Es kommt immer darauf an, welche Schicht mein Freund hat. Wenn er Frühschicht hat, steht er um 3.30 Uhr auf. Ich eine halbe Stunde eher, mache schon mal so das Nötigste, Zähne putzen, waschen, eincremen, und kann das alles schon einziehen. Dann mache ich mir einen Tee, na, gehe mit dem Hund raus, dann ist er auch so weit, dass er fast geht. Dann mache ich mich schön fertig, schminke mich und so. Ja, oder stehe halt um 1 Uhr auf. Dann habe ich dann die Nacht über Ruhe. Tagsüber geht es nicht, weil es hier sehr, sehr laut ist. Ich wohne über einer kleinen Gastronomie, ein Schnellrestaurant, und da ist es einfach viel zu laut von der Küche her. Und ja, wir haben vorne die Straßenbahn, die da fährt, die kommt alle Viertelstunde, und dann auch noch von beiden Seiten. Oh nein. Das ist dann schon sehr nervig, und das stresst mich auch einfach im Vorfeld schon. Ne? Da habe ich gesagt, dann lieber früh aufstehen, auch wenn es oft sehr, sehr schwer fällt, gebe ich zu. Ne? Aber es tut man nicht alles für das, was man liebt. Ne? Welches von deinen Videos magst du am meisten? Welche Videos haben nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdient hätten? Oh, da gibt es wirklich viele Videos, wo ich denke, das hätte viel mehr Klicks verdient. So, ob das jetzt ein Roleplay ist, wie dieses ASMR im Speisewagen, mit ganz, ganz dezenten Eating-Sounds. Ja, es ist ein Roleplay, und ja, das vorletzte Video, dieses super sanfte ASMR-Video, treibt dich in den Tingelwahnsinn. So hieß es, glaube ich. Finde ich auch. Es hätte mehr Klicks verdient, aber es kommt vielleicht noch. Hast du schon absurde Videoanfragen bekommen? Auf jeden Fall. Ich habe auch nicht mehr alles auf dem Schirm. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Anfragen von, ja, Fußfetischisten, ob ich meinen Füßen mal richtig schöne Sounds machen kann und so. Dann mit Latex-Handschuhen. Also ich möchte doch bitte, ich weiß nicht, ob sie absurd sind, aber ich finde sie schon ein bisschen sehr speziell, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, mit engen Latex-Handschuhen, die sollen wirklich ganz, ganz eng sein. Ne? Soll ich mir richtig schön, ja, schön eng anziehen, und dann sollen da auch meine langen Fingernägel oben durch die Finger, soll ich da durchstoßen. Ich habe mich gefragt, wie soll ich das umsetzen? Na, wie soll ich da einfach durchstoßen? Herrlich. Da kann ich mich ja beömmeln. Ne? Wissen deine Familie und Freunde, dass du ASMR-Videos drehst? Ja. Die wissen das auf jeden Fall auch schon ganz, ganz lange. Ich mache jetzt ASMR-Videos oder drehe ASMR-Videos seit über 3 Jahren. Am 20. August waren es genau 3 Jahre. Ja, die wissen das schon sehr, sehr lange und finden das auch ganz gut, akzeptieren das. Meine Mutter ist auch ganz süß, kann sich das auch richtig gut vorstellen, dass es Leute gibt, die, ja, denen das hilft, ne? Bist du schon mal in der Öffentlichkeit erkannt worden? Nein,
Nicht direkt. Also es gab so Situationen, wo ich dachte, das könnte sein, dass mich da jetzt jemand erkannt hat, diese Personen ja mich so gegrüßt haben, wie das eigentlich sonst meine Bekannten, Menschen, die ich kenne, nicht machen. Ne? Es war sehr auffällig. Vielleicht vertue ich mich, kann auch sein. Ne? Aber da habe ich schon so das ein oder andere Mal gedacht. Ne? Aber wenn ihr mich irgendwo seht, dann könnt ihr mich ruhig ansprechen, auf mich zukommen. Oh, das finde ich total schön. Dann, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch trauen würdet. Woher erhältst du deine Videoideen? Ja, von überall her. Ich habe das schon mal, dass ich ja Eingebungen habe, Einfälle habe, wenn ich meine eigenen Videos kontroll schaue, bearbeite. Wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, dann fällt mir schon mal so das ein oder andere ein. Natürlich lasse ich mich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen inspirieren. Auf jeden Fall mache das dann natürlich auf meine Art. Genau. Welche Tipps hast du, um mit einem ASMR-Channel zu starten? Also ich finde, auf jeden Fall sollst du nicht mit YouTube oder mit ASMR anfangen. Das Geld deswegen, weil dann wirst du ganz, ganz schnell enttäuscht werden. Fang mit ASMR an, wenn du es liebst, wenn dich das reizt, dich vor die Kamera zu stellen. Ja, dich ja natürlich ein bisschen zu präsentieren, wenn du das magst. Ja, mit der Kamera zu arbeiten, zu spielen. Du sollst dir auf jeden Fall ein gutes Mikrofon zulegen. Am besten das Blue Yeti oder das Blue Yeti Pro, je nachdem, wie es finanziell bei dir aussieht, klar. Das Mikrofon ist viel, viel wichtiger als eine Kamera. Die sollte natürlich auch nicht schlecht sein, aber der Sound ist natürlich erstmal wichtiger, ne? Eine gute Kamera ist natürlich auch schön, wenn man die schon hat von Anfang an. Aber vielleicht hast du ein gutes Handy, das Videos in einer recht guten Qualität macht. Das reicht auf jeden Fall für den Anfang. Ne? Erstmal das Mikrofon, weil der Sound natürlich viel, viel wichtiger ist. Ja. Ansonsten, ja, dranbleiben. Ich finde es immer sehr schade, dass so viele, gerade im deutschen ASMR-Bereich, in der deutschen Community, da gibt es immer sehr viele Neuzugänge, die aber größtenteils alle wieder aufhören. Warum auch immer, weil sie vielleicht gemerkt haben, wie viel Arbeit es doch macht, Videos zu produzieren, zu bearbeiten und so weiter. Bis das dann alles soweit ist, dass ihr sie anschauen könnt, diese Videos. Ne? Ja, und ansonsten, schau, dass du selbst ruhig bist, dass deine Umgebung ja ruhig ist, dass es nicht so laut ist im Hintergrund. Denn das stört schon sehr. Ne? Ich weiß, wovon ich rede. Ne? Ja, aber ansonsten, mach einfach dein Ding, probier es aus. Sei dir aber bewusst, dass das halt auch ja ein bisschen ins Geld geht und das erstmal nicht so schnell wieder reinkommt. Ne? Aber ansonsten, ne, trau dich, du machst das schon. So, meine Lieben, ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch haben die Antworten gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schlaft nachher schön und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, okay? Macht's gut.